Da ist ja auch nicht fertig. So, Dala. Was denn? Ha, da werden unsere Fans eine Gaudi haben. Das ist ein bäriges Plakat von. Gott sei Dank, weil der Kleber ist auf den ausgegangen. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Reise in das hintere Zillertal. Ja, ein Abend mit netten Leuten aus dieser Region, mit der bärigen Musik, wunderschöne Landschaftsaufnahmen und natürlich viel Spaß. Und ich treffe jetzt gleich mit einem Bergführer, einem Wasserführer, ganz am Bekannten. Die stelle ich dann gleich vor. Ja, und dass es so richtig losgeht, habe ich natürlich eine Musik von mir, so wie ich mich fühle. Was für ein Glück. Viel Spaß. Los, den. Komm, gehen wir. Heute wird es mein Glückstag sein, denn ich bin nur mit dir allein. Ab heute fängt mein Leben an, nur du bist schuld daran. Weil du alles für mich bist, man mit dir die Zeit vergisst. Ich sag nur Baby, du bist schön. Du bist die Lady, mit der ich leben will. Ich lieb dich, Baby, so wie nie. Du bist wie Magie. Und ich kann's noch gar nicht glauben, dass ich dir begegnet bin. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Wir zwei uns begegnet sind, fühl ich mich wieder wie ein Kind. Bei dir kann ich glücklich sein und nie mehr so allein. Deshalb sehn ich mich nach dir, schau doch mal ganz lieb zu dir und sag nur Baby, du bist schön. Schön, du bist die Lady, mit der ich leben will. Ich lieb dich, Baby, so wie nie. Du bist wie Magie. Und ich kann's noch gar nicht glauben, dass ich dir begegnet bin. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Ich kann's noch gar nicht glauben, dass ich dir begegnet bin. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Was für ein Glück, was für ein Glück, was für ein Glück, was für ein Glück. Ungefähr anderthalb Stunden Fahrt von Kitzbüchel von mir daheim bis ins hintere Zillertal, neben den vielen wunderschönen Seitentälern wie dem Zillergrund, dem Stilubtal oder dem Zemgrund, gibt es auch das ca. 13 Kilometer lange Duxertal. Das sind der Ustin und ich heute einmal ganz genau anschauen werden. Das Zillertal, das verbindet man ja mit wunderschönen Landschaften und einer fantastischen Bergkulisse. Ja, und keiner ist mit dem Zillertaler Bergen enger verbunden als Peter Haberler, der Extrembergsteiger, der Pioniertaten vollbracht hat. Und einen besseren Bergführer, den kann man sich ja wirklich nicht wünschen. Ja, liebe Leidl, da ist jetzt mein Bergführer. Weltweit bekannter Alpinist und Extrembergsteiger. Peter Haberler, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz lappert. Ich freue mich noch mehr. Also, muss ich dazu sagen, liebe Zuschauer, der Peter ist ja in die Mitte 70er, glaube ich, ist ja. Du schon auf die 8000er auf, ohne Sauerstoffmaske.
Es ist doch für mich jetzt unvorstellbar. Wie geht denn das? Du brauchst Freude. Und als zweites, du brauchst einen guten Partner. Und ich habe natürlich mit dem Reinhold Messner einen Partner par excellence. Vertrauen sozusagen. Vertrauen, wie auch vice versa. Ja. Und du hast ihm vertraut, er hat mir vertraut. Und das ist eigentlich schon mehr wie die halbe Maut. Nicht? Ja. Und vor allem auch am Everest, wo du ja jenseits von Gut und Böse bist. Wirklich. Da geht es darum, dass du den Gipfel erreichst. Ja? Dass du siehst, ah, jetzt bist du da. Aber du bist nicht mit einer überschwänglichen Freude. Bei mir war es so, dass ich eher Angst gehabt habe. Wie komme ich da jetzt runter? Ja, das ist ja das Nächste. Nicht? Und, aber es ist gelungen. Und letzten Endes habe ich da in diesem prächtigen Bereich gelernt, was es braucht fürs Gesundbleiben und Aufsteigen. Und dann ist am Everest Gott sei Dank gut gegangen. Ja, aber trotzdem, ich meine, du redest jetzt so leicht, ist alles daher, was du gemacht hast, unglaublich. Aber das ist ja, du bist ja da in diesem Gebiet eigentlich auf der Berliner Hütten groß geworden, mehr oder weniger. Da wird wahrscheinlich irgendwo so die Liebe zu den Bergen, zu den Gletschern daherkommen sein, oder? Ja, natürlich. Ich bin als Bub da oben gewesen. Es ist in meinen Augen die Berliner Hütte und überhaupt dieser ganze Bereich ein sogenannter Kraftplatz, wo du spürst, da tut sich was, da geht was weiter. Ja. Und letzten Endes setzt man dann das um, was man gelernt hat. Und siehe da, im Himalaya hat es auch funktioniert. Ja, wir zwei gehen jetzt auch noch auf die Berliner Hütten auf, gell? Prima. Und jetzt habe ich meine ersten musikalischen Gäste. Die sind gar nicht so weit weg, weil da hinten ist gleich Südtirol, gell? Richtig. Und die kommen nämlich von dort, vom Versailler-Tal. Ah, okay. Drei Dirndl, fesche Dirndl. Und zwar sind das die Hofers. Viel Vergnügen. Weint. Und wenn die Seele ganz tief in mir endlich ihre Ruhe findet, würd ich, dass du da bist, weil heut Nacht da brauch Hansi, jetzt sind wir da. Hoi. Das ist der Empfangssaal sozusagen, nicht? Oh, gewaltig. Das ist ja gewaltig. Ja. Gehen wir mal da durch. Boah, die Holzarbeiten, du. Geh.
Hansi, das ist jetzt sozusagen die gute Stube. Das ist der Herrensalon gewesen, nicht hoch genug, sodass der Rauch abziehen hat können. Für die Zigarren. Interessant. Zigarren, Pfeifen, Zigaretten, alles haben sie geracht. So ja, nicht. Aber die Berlinhütte, für mich die schönste Hütte im gesamten Alpenraum. Und man darf nicht vergessen, es hat ja bereits um die Jahrhundertwende auf dieser Hütte einen Schuster gegeben. Nein. Einen Bäcker hat es gegeben. Da oben? Ja, natürlich. Im unteren Bereich, also praktisch im Keller. Ich liebe die Hütte deswegen, weil ich als Siebenjähriger da mit einem Rucksack von Ginzling aufgegangen bin. Und das ist ein breiter Weg. Ja, bis nach. Also weit. Bist du gegangen? Ja, da bin ich 6-7 Stunden gegangen. Ne? Als Bub? Ja, natürlich. Und hast du nachher da oben? Ich durfte hier oben bleiben. Die Olga war die Hüttenwirtin. Und ich habe nie etwas zahlen braucht, nie eine Suppe gekriegt, nicht viel braucht. Wahnsinn. Und ich bin umeinander marschiert natürlich und habe mich hier und da irgendwo hingeguckt und habe nur gestaunt, wie schön. Und da hast du praktisch diese extreme Liebe zu den Bergen wahrscheinlich ist geboren worden, oder? Ich glaube, alles, was in der Kindheit passiert, ist eigentlich für mich heute jetzt im Rückblick, ich bin nicht mehr so jung, das Wichtigste. Ja. Und das vergisst man nicht. Du nimmst das immer wieder irgendwo her. Und das, was ich als Kind hier oben gelebt und geliebt habe, das mag ich heute noch. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen, weil ich ja auch am Berg aufgewachsen bin, auf der Alm. Und ich bin zwar nicht mehr oben, aber diese Erinnerungen, die kann da keiner nehmen. Gott sei Dank. Stimmt, bin ich voll bei dir. Und jetzt haben wir ein bisschen musikalisch etwas für unsere Zuschauer. Für Vögling. Allang zum Leben, ein Heimatgefühl, ein Weg zu gehen. Miteinander bis ans Ziel, es ist ein Platz zum Gespüren. Das Heimatgefühl kann so berühren, dass dein Traum dort war, wer will. Überm See und überm Land liegt ein Gefühl, das heißt daheim. Frei sei und geboren, du findest alles sie. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt in Stumm und da werden wir jetzt gleich die Familie Hartl besuchen, weil die machen nämlich Hausschuhe. Wir sagen Dockeln dazu. Aber was die Dockeln so an sich haben, ganz was Spezielles, das sind sie sogar bis nach Paris zu der Fashion Show gekommen. Warum?
Das möchte ich gerne jetzt erklären. Aber vorher suche ich noch meinen Freund in Ustin. Der ist irgendwo da unterwegs. Nein, das ist doch der Ustin vom Plakat, was wir gesehen haben. Na, so cool, dass wir den Ustin jetzt im Zillertal treffen. He? Voll lässig. Heute mach gleich ein Foto machen. Ustin! Ja. Ah, der Ustin ist so lieb. Da ist er ja. Ustin! Ja, wo bist denn du, Superstar? Du? Da haben wir echt ein Foto vom Ustin. Hey, das muss man gleich weiterschicken. Ja, das ist so cool. Ja, du bist ja wirklich gut. Komm, gib uns den dunklen Kleider. Schau mal. Manchmal, da denk ich mir, die Zeit geht schnell vorbei. Ein ganzes Leben lang noch vor uns. Wir haben viel erlebt, doch heute, das sag ich dir. Wir sind noch jung geblieben, weil wir das Leben lieben. Es kann uns nichts besiegen, wir sind noch voll in Schwung. Wir sind noch jung geblieben, noch immer ganz zufrieden. Es steht im Herz geschrieben, wir sind noch immer jung. Schön war die Zeit, doch jetzt fängt das Leben an. Heute genießen wir jeden Tag. Und darum nehm ich dich nochmal in meinen Arm. Wir sind noch jung geblieben, weil wir das Leben lieben. Es kann uns nicht besiegen. Wir sind noch voll in Schwung. Wir sind noch jung geblieben, noch immer ganz zufrieden. Es steht im Herz geschrieben, wir sind noch immer jung. Die Familie Hartl in Stumm, die macht Dockeln. Und Dockeln sind Hausschuhe, mit denen man maximal bis zum Nachbarn geht. Aber die Hartls haben die Dockeln sogar bis nach Paris gebracht. Und ich will jetzt herausfinden, warum. Marion, jetzt erklären Sie mal genauer, was ist eigentlich ein Dockel? Ein Dockel ist im Zillertal ein Original, also das aus reiner Handarbeit und reiner Schafwolle vom Duxer Steinschaf. Und in seinem Naturkleber die Rockenpop ist. Also die Rockenpop, das ist ein Rockenmehl mit Wasser vermischt. Und da werden die ganzen verschiedenen Wollschichten miteinander verklebt. Die Sohle ist aus Filz. Mhm. Genau. Und das ist einfach ein Hausschuh, der in Zillertal kein Haushalt nicht fallen darf. Ja. Und leicht ist er auch, gell? Genau. Angenehm. Ja. Und das Bärige, was bei euch ist, finde ich, ist der Familienbetrieb. Ja, genau. Was ist dabei? Da sind wir richtig stolz, dass alle in der Familie mithelfen. Ob das die Kinder sind, meine Mama, die Schwiegerkinder. Also wir helfen alle ganz, ganz fest zusammen. Und wenn Not am Mann oder an der Frau ist, sind sie da und helfen einfach. Das soll es sein. Ja. Ja, Katharina, ich habe gehört, du und deine Schwester habt letztes Jahr ein ganz bäriges Erlebnis gehabt. Genau, also uns hat wie aus nichts ein Anruf erreicht, dass der Andreas Kronthaler mit der Vivienne Westwood mit seiner Frau Dockeln für die Fashion Week in Paris haben wollten. Vivienne Westwood, Paris, Modeschau. Genau, der Andreas Kronthaler ist selber aus dem Zillertal.
Ich glaube, sie wollten einfach mal ganz was Besonderes, Klassisches, auch vielleicht was Heimatverbundenes für den Andreas auf der Fashion Week. Wir haben dann selber die Möglichkeit gehabt, nach Paris zu fliegen und haben dann einen Koffer voller Docken im Gepäck mitgehabt, weil auch der Versand sich einfach auch nicht mehr ausgegangen ist. Also nicht mehr ausgegangen, ja. Genau, und haben dann umfliegen dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass die Zuschauer wahrscheinlich mehr auf die Schuhe geschaut haben, wie auf die Mode, oder? Ich glaube, dass man das auch gar nicht so oft sieht, dass es vielleicht niedere Schuhe sind und keine High Heels. Ja, viel Glück weiterhin, gell? Wirklich toll. Ich habe es selber auch. Und Zillertal ist natürlich bekannt auch für eine bärige Musik. Und da gibt es eine gute Gruppe, die nächstes Jahr in Pension geht, kann man sagen, die auch wirklich eine bärige Musik gemacht haben. Und ich bin froh, dass ich es noch mal habe in der Sendung. Die Zillertaler Hoderlumpen werden jetzt noch mal singen für euch, und zwar ein Jodler für dich. Ich sing heute einen Jodler nur für dich. Wenn er zu dir findet, denk an mich, denn ich lieb für immer dich. Hol die Jodel, ja, hol die Jodel, ja, zu, bleib ein Leben lang dein Bub. Und wenn ich dann heimkomm, dann wird mir warm, wenn du mich nimmst in deine Augen. Das sind jetzt die echten Duxer Steinschafe. Und die Rasse war fast schon mal vom Aussterben bedroht, aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Diese Tiere sind ja perfekt an die Berglandschaft angepasst, und aus der Wolle macht man was ganz Typisches für das Zillertal. Und was das ist, da schauen wir mal. Ui, müssen wir Herz beigeben, gell? Boah, eben. Schau, was da los ist. Ich freue mich, wenn du wirklich bist. Herr Leidl, ich freue mich, dass ihr jetzt mit zwei bärigen Männern beieinander hockt, die einen richtigen Zillertaler Janku haben. Den Duxer, habt ihr sicherlich davon gehört. Werner, du musst mir jetzt noch ein bisschen sagen, Duxer, Steinschaf,
Das ist eine spezielle Wolle, oder? Wasserdicht ist er und an und für sich, wenn es warm ist, ist er zu warm und wenn es kalt ist, ist er zu kalt. Aber er hat dort seine absolute Berechtigung. Aha. Ist natürlich von Steinschuf und wie gesagt, wasserdicht ist natürlich. Aber schaut schon gut aus, muss man schon sagen. Und fesch und, und immer modern. Nicht? Ja, das stimmt. Die Farbe ist zeitlos. Ist so, ja. Weil ich sehe, ich habe zwei verschiedene Unterzeiger, also besser gesagt Unterjanker. Mhm. Warum das? Darunter ist eher die Festtagstracht, was man bei Hochzeiten und bei den Taffen, Weihnachten, Begräbnissen, eigentlich zu allen Feiertagen. Zu den festlichen Tagen? Ja. Ja, Benjamin, du hast jetzt ein rotes Gelee. Wieso das? Ja, ich bin bei den Duxer Schützen. Und im Zillertal ist es so, dass wir die einheitliche Tracht haben. Normalerweise haben die Gemeinden, jeder hat seine eigene Tracht. Und wir Zillertaler dürfen halt als Einheit auftreten. Und das ist schon, da klopft das Herz, das ist schon was Besonderes. Das ist schon. Muss ich nur bestätigen, weil wenn ich so ab und zu sehe, wenn du so daherkommst, ist schon ein Erlebnis, muss man schon sagen. Das ist bärig. Mhm. Genauso die Musik im Zillertal, das ist natürlich auch wirklich was Bäriges. Und da habe ich jetzt drei bärige Männer dabei. Einen kenne ich schon seit meiner Skifahrerzeit, Vollblutmusiker. Hausgemachte Musik und einfach eine Musik, da sitzt man sich zusammen, Musikinstrumente, Herne wird aufgespielt. Und er war damals schon dabei bei der Piefke-Sage, müsst ihr euch mal das vorstellen. Und heute ist er bei uns. Viel Spaß mit Zillertaler Schmiss. Ja, grüß Gott, liebe Leidl, heute sind wir wieder da. Wir singen ein Kalierl am Berg und rund im Dom. Wir singen ein Kalierl und dann schneiden Jodler drauf. Also ist ein Zillertaler Brauch. Ja, wir singen ein Kalierl und da schneiden Jodler drauf. So ist ein Zillertaler Brauch. Die Liedl, was wir singen, sind von Tirol allein. Und weil ihr so nett seid, so kommt es gut auf. Drum singen wir ein Jodler drauf. Und weil ihr so nett seid, so kommt es gut auf. Drum singen wir ein Jodler drauf. Der Dialekt im Duxertal ist sogar für die restlichen Tiroler nicht so leicht zu verstehen. Hört's einmal zu. Ratzna. Hurgarten. Nähne. Nadel. Borsel. Halle. Impe. Zuzöpfen. Schere, Labe, Händling, Klicksner. Musik.
nicht spiegeln. Das Gestern kommt nicht mehr zurück. Mit lautlos bunten Flügeln fliegt er fort, der Augenblick. Doch du bleibst für mich zeitlos, bist lange schon ein Teil von mir. Wir zwei verstehen uns wortlos und das wird sich nicht verlieren. Du bist mein Licht für den Tag und mein Traum in der Nacht. Ja, wir sind zwei und doch eins, das macht stark. Weil du so bist, wie du bist, gehörst du fest zu mir, Schritt für Schritt, Hand in Hand. Überall. Wir gehen den Weg gemeinsam, egal wohin die Reise führt. Zu zweit sind wir nicht einsam, weil man die Kraft des anderen spürt. Ich weiß um deine Nähe, selbst wenn du unerreichbar bist und ich dich grad nicht sehe, weil da noch mehr als Liebe ist. Du bist mein Licht für den Tag und mein Traum in der Nacht. Ja, wir sind zwei und du eins, das macht stark. Weil du so bist, wie du bist, gehörst du fest zu mir, Schritt für Schritt, Hand in Hand. Du bist überall. Hand in Hand, überall. Das, was die Leitl da machen, das schaut nicht nur anstrengend aus, das ist es auch. Das sogenannte Schwenden. So nennt man das. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit, damit die Almflächen nicht zuwachsen. Und jedes Jahr kommen junge Leute aus Österreich, der Schweiz und auch aus Deutschland hierher, um freiwillig auf der Alm zu arbeiten und zu helfen. Da, schau her, brav, brav. Schneidig. So feste Dirndl beim Arbeiten, ja, ist ja Wahnsinn. Grüß dich. Servus. Servus. Aha. Nobi. Seit 5 Jahren kommst du da her. Warum kommst du da her und was machst du da genau? Ja, ich komme heuer schon das 6. Jahr hierher. Zur freiwilligen Arbeit. Das macht mir einfach Spaß. Man trifft tolle Leute, ist ein Ausgleich zum Alltag. Bist du ein Naturkind? Ja, sicher. Du studierst ja noch nebenbei, habe ich gehört. Ja, ich studiere Sporttourismus und Erholungsmanagement, einen Master. Und ja, und man braucht einfach einen Ausgleich zu dem Studentenleben. Das tut dir richtig gut. Du baust deine Kräfte auf, oder? Ja, genau. Man sammelt neue Kräfte, regeneriert vom Alltag. Und ja, es macht Lebensfreude.
Habt ihr Gaudi Spaß? Ich Freude dabei hinter der Arbeit und man trifft immer interessante Persönlichkeiten und es entstehen lebenslange Freundschaften sogar. Wunderbar. Und jetzt macht es natürlich was für die Natur. Das ist ja ganz entscheidend. Ist, ne? Und ich habe gehört, durch das, dass du schon so oft daher kommst, du bist da geehrt mit der speziellen. Wie sagt man da? Ich bin ausgezeichnet worden vom Hochgebirgsnaturpark für meine 5 Jahre Projektarbeit hier mit dem Goldenen Wacholder. Bravo. Ja. Ja, Fred, und du bist da Projektleiter, habe ich gehört. Mhm, richtig. Für ein spezielles Projekt, und zwar die Steinmauer. Und die Steinmauer hat ja irgendwo Tradition, Kultur, gehört alles dazu, gell? Ja, also diese riesig lange Steinmauer ist ein Zeugnis der jahrhundertealten Kulturlandschaft hier. Aber sowas verfällt natürlich auch irgendwann. Mhm. Und wir sind dabei, die wieder zusammenzurichten. Die Freiwilligen arbeiten fleißig. Ja, wir haben über 1 Kilometer hier, den wir da sanieren müssen. Und da sind wir natürlich froh, dass wir Freiwillige da haben, wie die Larissa, die uns da so tatkräftig unterstützen. Und die Steinmauern waren ja Frühjahrszeiten eigentlich eine Grenze, eine natürliche Grenze zwischen den Almen, glaube ich, oder? Ja, ganz genau. Wir haben da die Elzalm und bei dir die Löschbodenalm. Und die Bauern haben halt die Steine aus den Weidenflächen genommen und sie auf diese Mauer geschichtet und hatten dadurch eine Grenze. Sind auch die Kühe dann auf der jeweiligen Seite geblieben. Mhm. Genau, deswegen hatte da eine wichtige Funktion auch. Ich kann mir vorstellen, auch wenn ihr so die Steine so aufeinander legt, da hat man Bekanntschaften oder Begegnungen auch mit anderen Tieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Man merkt das, wenn man hier arbeitet, dass man hin und wieder mal was findet, auch was da lebt. Eidechsen, Reptilien mögen die Mauer extrem gerne. Aha. Die Steine heizen sich auf. Das ist also auch für Insekten natürlich toll. Und es gibt da allem einfach Struktur. Mhm. Und deswegen ist es so wertvoll für die biologische Vielfalt und die Natur hier oben. Und ja, sogar das Schneehuhn nutzt die Mauer. Wir haben hier eins unserer Kartiergebiete im Schneehund-Projekt und da findet man auch Spuren. Ja, dann lasse ich nicht mehr länger warten, sondern wird ein bisschen Steine sammeln. Das ist wichtig für die Natur. Alles Gute, schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Danke vielmals. Ja, gerne. Ja, und weiter geht's bei uns jetzt mit einer tollen Kollegin, mit einer großartigen Stimme. Seit vielen, vielen Jahren macht sie einfach die Fans glücklich mit ihrer Stimme, mit ihrer Art. Viel Vergnügen mit der Claudia Jung. Wenn du wieder ganz oben stehst,
Ja, neben mir sitzt jetzt der Chef vom Naturpark Zillertaler Alpen. Und Willi, du, glaube ich, hast viel Arbeit da rum, oder? Ja, wir haben eine ganz spannende Aufgabe. Es gibt ein Großschutzgebiet da, knapp 450 Quadratkilometer. Und mit unserem Team haben wir eben ganz vielfältige Aufgaben, die wir da bewältigen dürfen. Wie viel seid ihr? Wir sind zu viert. Aha, das ist eigentlich nicht so viel für dieses Riesengebiet da, oder? Nein, aber es hat jeder so seine Spezialitäten. Ja. Und daneben haben wir noch 15 Wanderführer, die uns bei den Führungen und bei den Schulen unterstützen. Und geht weiter über Umweltbildung, touristische Angebote, Regionalentwicklung und, wenn es die Ressourcen hergeben, auch ein bisschen Forschung. Mhm. Forschung, da habt ihr, habe ich was gehört, irgendwas mit Schneehühnern. Was habt ihr auf dem Weg? Die Schneehühner gehört zu den Raufußhühnern. Mhm. Rau deswegen, weil sie so befiederte Gliedmaßen unten haben, dass sie wie mit den Schneeschuhen nicht versinken im Winter. Ja. Da haben wir relativ viel da bei uns im Gebiet. Mhm. Und man vermutet eben, dass der Klimawandel den Tieren zusetzt. Und wir wollen jetzt genau nachschauen, wie viel gibt es im Detail und wie verändert sich es in den nächsten Jahrzehnten. Da haben wir vom Duxertal bis zum Zillergrund insgesamt 6 Gebiete, wo wir kartieren und dann nachschauen. Mhm. Und da sind wir schon sehr gespannt. Da werden wir da aufgegangen sein, gell? Hab drauf geschaut und der Stein da oben. Mhm. Da. Das ist, was ist das? Das ist ja wie ein Steinhaufen zusammengelegt. Das fängt da an und geht eigentlich über den ganzen Höhenrücken bis kurz vor den Olperas. Also unten drunter hat man so einen Kern aus Eis. Okay. Und von den Seiten fällt dann Schuttmaterial da drauf. Und der, wenn man eben eine entsprechende Neigung hat, fängt der das Fließen an. Aha. Und die sind eben ganz spannende Forschungsobjekte auf den Klimawandel. Das ist ein Blockgletscher. Blockgletscher, genau. Aus ganz Europa sind eigentlich Forschungsinstitute da, die das unter die Lupe nehmen. Mhm. Du, Willi, ist das eigentlich in einer relativ kurzen Zeit passiert, dass die Gletscher weg sind, oder ist das schon länger? Also sicher, die größten Rückgänge waren jetzt mal seit den 1980er Jahren. Okay. Da war noch mal so ein bisschen der Vorstoß. Und natürlich die großen Ausdehnungen waren 1850. Das war für die Bergsteigerei und für Gletscherfans natürlich noch eine tolle Zeit. Und seitdem massiv am Rückgang. Du, echt bärig gewesen. Danke, Willi. Alles Gute mit deinen Leuten. Macht's es gut, dazu aufpassen. Mach mal. Ja, musikalisch haben wir jetzt auch eine ganz bärige Manda. Und zwar Freunde von mir, viele, viele Jahre schon. Und ich muss sie bewundern. Ich habe meine Hochachtung vor ihnen wirklich. Weil sie immer zu ihrer Musik stehen, zu ihrer Art, wie sie auftreten. Sie repräsentieren Südtirol wunderbar. Viel Vergnügen mit den Kasselroter Spatzen. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich seh's an deinem Blick. Du hast dich verlaufen und findest nicht zurück. Das, was du erlebt hast, hast du tief in dir versteckt. Straßen, betäubt von dem Gefühl. Es gibt tausend Wege, doch nirgendwo ein Ziel. Und auf deinen Schultern schwere Steine im Gebäck. Aus Trümmern kann man Schlösser bauen, zu neuen Horizonten schauen. Doch Wunder können es passieren, wenn wir es probieren. Aus Trümmern kann man Schlösser bauen. Lass uns den Neuanfang riskieren. Gemeinsam kann es funktionieren. Wir geben unseren Träumen Raum, lernen zu vertrauen. Was haben wir schon zu verlieren? Man kann man Schlösser bauen. Ich weiß, es ist nicht einfach und dauert seine Zeit. Doch wenn du einen Freund brauchst, ich wär dazu bereit. Und willst du einfach reden, ich hör dir gerne zu. Erleben, was miteinander heißt. Ein Geben und ein Nehmen, das uns zusammenschweißt. Auch ich hab meine Narben, wenn auch andere als du. Aus Trümmern kann man Schlösser bauen, zum neuen Horizont.
Horizonten schauen. Doch Wunder können es passieren, wenn wir es probieren. Aus Trümmern kann man Schlösser bauen. Aus Trümmern kann man Schlösser bauen. Mei, er hat mich auch gebellt, na Schumi. Spinn jetzt oder was? Warum sind die alle so verrückt nach dir? Hey. Ja, da kannst du dich schon kratzen. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt da beim Basti und beim Max Stock. Zwei Meisterköche in Dux. Und die zwei haben wir eingeladen, und dann Ustin und mich, zum Essen. Jetzt sind wir natürlich schon ganz gespannt, weil so junge Buben da, sind Sie eigentlich Brüder? Nein, ich habe Gott sei Dank Glück gehabt mit meinem Gesicht, also mir nicht verwandt. Aber ich habe nur gesagt, wegen dem Brot natürlich, nicht? Ja, er hat eher einen Pflaumen und ich einen Brot. Hast du einen Bocht, brauchst du keinen Schal, sagt man bei ihm. Also der Schmäh geht schon zwischen euch zwei. Wohl, der passt schon nicht. Aber ihr beide seid Chefköche. In jungen Jahren, wie ist jetzt das passiert? Ja, dass wir in der Region aufgewachsen sind, was sehr tourismuslastig ist und auch einen elterlichen Betrieb zu Hause haben, wo es natürlich schon ein bisschen vorgegeben, dass wir vielleicht die Richtung einschlagen. Haben natürlich die Ausbildung dann auch im Tale genossen und haben natürlich Gott sei Dank in die weite Welt aus und haben uns ein bisschen was angeschaut. Rumgekommen, alles aufgegriffen, aufgesaugt, was gut geht. Und irgendwann kommt man dann echt wieder heim. Ist immer fein heimkommen. Und natürlich die Wertschätzung daheim ist ganz anders, sei es das Regionale oder einfach die Umgebung. Und irgendwann hat sich die Möglichkeit aufgetan, dass wir den Posten als Küchenchef aufgreifen haben können. Und haben das natürlich in Angriff genommen. Und ja, Kompliment. Gott sei Dank. Ja.
Gott sei Dank. Lauf gut. Kompliment, weil ich mein, die Chance zu nützen, die muss der zuerst machen. Nicht? Und, ich kann immer ein bisschen überwinden. Weißt du, wenn man so unterwegs ist auf der ganzen Welt, ist natürlich auch ganz entscheidend, dass man nicht vergisst, was daheim so gemacht hat, die Hausmannskost, oder? Genau so ist das. Das ist eigentlich die Grundbasis, mhm, was man lernt bei uns, ist aber die Tradition. Und oft kann man das weiterentwickeln. Mhm. Wenn man die Tradition nämlich nicht hat, oft kann man auch nichts machen. Es fängt alles an bei den einfachen Sachen, an Erdäpfelsalat. Und oft kannst du die weiterentwickeln und, mhm, weiterentwickeln. Und das ist auf die Schiene, an jedem Haus, wo du auf der Welt bist, jeder macht Sonntag. Mhm. Und du knüpfst alles Beste auf das, was du finden kannst. Und wenn du auf Küchenchef bist, oft kannst du deine besten Sachen, was du aufgefasst hast, kannst du oft dann weitergeben. Mhm. Hustin, wir reden es auch schon das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, die zwei gehen jetzt in die Küche aus und machen uns ganz was Gutes zum Essen, oder? Das passt. Ja? Das tun wir jetzt. Ja? Wir lassen uns jetzt überraschen. Gell? Wir lassen uns richtig verwöhnen von Basti und von Max. Es ist schön, dass es sie gibt in meinem Leben. Voller Pracht, so stehen sie dann im Sonnenschein. Ich weiß, es wird die Berge immer geben. Und nur du sollst mein Begleiter dahin sein. Ich habe ein Herz für die Berge, für alle Menschen und dich ganz allein. Es schlägt für dich und die Berge. So war schon immer, so wird's immer sein. Ich habe ein Herz für die Berge, ganz oben ist mir das Glück einfach nah. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah, das wäre wunderbar. Tief in mir, da fühl ich immer diese Sehnsucht nach der Liebe und dem Glück auf Bergeshöhe. Und nach dir, da hat mein Herz auch diese Sehnsucht, dass wir zwei dann ganz allein am Gipfel stehen. Ich habe ein Herz für die Berge, für alle Menschen und dich ganz allein. Es schlägt für dich und die Berge. So war schon immer, so wird's immer sein. Ich habe ein Herz für die Berge. Ganz oben ist mir das Glück einfach nah. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah. Das wäre wunderbar. Für mich gibt's nichts Schöneres, als bei dir zu sein. Mitten in den Bergen, nur wir zwei allein. Für die Berge, ganz oben ist mir das Glück einfach nah. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah, das wäre wunderbar. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah, das wäre wunderbar. Austin, dann kriegen wir bei mir was zu essen. Die zwei Chefküche. Schön. Hm? Ah, da kommt's. Sudermann. Aha, Maxi. Bitteschön. Danke dir. Guten Appetit. Hm. Schau, Austin, für dich ein gutes Würstel. Schau, danke vielmals. Jetzt sind gut. Ja, danke. Guten Appetit. Dankeschön. Mmh. Das schmeckt gut. Austin, jetzt können wir mal schauen, was da los ist. Ja, und übrigens über einen musikalischen Leckerbissen für euch. Und zwar aus der Schweiz kommend, die Beatrice Egli. Und sie ist einfach bewundernswert, wie sie ihre Karriere nach oben geschafft hat. Viel Vergnügen.
Für viele Menschen ist der Herbst vielleicht die schönste Zeit vom ganzen Jahr. Für das Duxertal allerdings ist es eine der wichtigsten Zeiten vom ganzen Jahr. Warum? Weil durch den Bau vom Hinterduxer Gletscherskigebiet hat es einen enormen Aufschwung gemacht. Wenn man hernimmt, die ganzen Skinationalmannschaften, die herkommen zum Training, um das Material zu verbessern, um seine Form für die kommende Saison zu finden, ist schon was Großartiges zu beobachten. Und ich als ehemaliger Skirennläufer bin natürlich auch ein bisschen neugierig geworden und habe mir das einmal angeschaut. Bis in den Sommer gehen. Do your best. Alles klar. Passt. Und auf dem Snowboard, meinem Snowboard, geht der Twist so richtig los. In sollen Schwüngen, klein und groß. Da fühlt der Mensch sich ganz famos. Ob in der Halfpipe, auf der Piste, ob im Gasthaus irgendwo. Am Ende sitzt du stolz und froh auf deinem Po. The next one stop, please. Thank you. Hoi Hansi, ich hab keine Zeit, ich hab so viel Arbeit. Wir sehen uns später. Vierte. Der Jörg, der hat den Stress benannt. Kann man wirklich sagen. Weil der ist nämlich zuständig für die ganze Einteilung von der ganzen Trainermannschaften, für die ganzen Mannschaften auf dem Berg oben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir heute auf die Nacht einmal bei einem Glas Wein miteinander ganz normal diskutieren können. Aber jetzt hab ich's gesehen. Hektisch pur. Ja, und das Beste sind die Feste, jede Nacht beim Après-Ski. Da gibt es erstmal ein Fondue, dann tanzen wir bis morgen früh. Wenn du auch nie küsst, ja, beim Skitwist kommt das alles von allein. Komm, lass mich mal dein Après-Ski-Hasel sein. Ah, da ist er. Ja, meiner Seele. Servus, Hansi. Grüß dich. Ja, grüß dich. Okay. Servus. Grüß dich. Das war ein Tag heute. Der erste am Berg und der letzte vom Berg. Ja, oder? Heute hat es lang gedauert. Heute war es ein langer Tag. Gut, schaust du aus. Du hast eine gute Luft. Die Luft tut mir gut, ja. Du musst ein bisschen an, oder? Ja, das ist gut. Ein Glas Wein, das passt. Einen guten Tag gehabt, oder? Guter Tag. Super schöner Tag. Heute haben sie große Erfolge gefeiert. Schöne Pisten. Bravo. Alle motiviert. Alles gut gegangen, gesund. Gesund alle. Kein Unfall, nichts gewaltig. Ja, liebe Zuschauer, der Jörg ist ja ein ganz wichtiger Mann am Gletscher rum. Ein Mann, der die ganzen Mannschaften koordiniert, einteilt, versucht, ein System einzubringen. Und das ist nicht leicht auf den Gletscher rum, wo ja eine gewisse Fläche vorgegeben ist. Jörg, dazu haben wir unsere Zuschauer. Wie viele Mannschaften hast du um? Heute haben wir einen ganz starken Tag gehabt. Heute habe ich gehabt, ganz genau 106 Mannschaften haben heute trainiert. 106 Mannschaften? Nicht keiner glauben, aber es waren 106 Teams aus 38 Nationen. Habe ich extra noch mal reingeschaut. So viel sind in meiner Zeit nie gefunden. Mehr wie bei den Olympischen Spielen, nicht? Ja, und Nationen. Ja, die ganze Welt, die ganze Welt. Und die ganzen Mannschaften, wie viele Teilnehmer hast du jetzt da? Ja, im Durchschnitt kann ich sagen, ist zwischen durchschnittlich 18 Jugendgruppen sind natürlich ein bisschen mehr. So. Also Kinder und Schüler sind mehr, sind auch bei den 20 Athleten dabei. Das muss man natürlich über 1000 Leute um. Heute haben wir so 1600, 1700, 1800 Leute. Sauber. Du magst das auch gut. Jörgele, auf weitere viele gute Jahre, gesunde Jahre und dass der Gletscher das nicht gut erhebst. Wir brauchen den. Das werden wir machen. Alles Gute. Passt. Prost. Gut.
And exactly, you have to finish. Then that the next team can start at 12:30. Everything okay? Alles okay? Der Hintertuxer Gletscher ist natürlich für die ganze Region ganz, ganz wichtig. Und ohne die Erschließung vom Gletscher als Skigebiet wäre die ganze Entwicklung im Tal ja gar nicht möglich gewesen. Und wie überall waren es Pioniere, die einen Berg halt mehr gesehen haben als nur einen Berg. Ja, und wenn man sich das also so anschaut, die Bilder, die alten, die Visionäre, was damals waren da im Zillertal, die Idee gehabt haben, da ein Gletschergebiet zu machen, was das gebracht hat für das ganze Tal, das ist schon unglaublich, den Aufschwung. Und wenn man also die alten Fotos sieht da, da kommen die Erinnerungen auf. Austin. Ja, es ist wirklich so. Da habe ich jahrelang trainiert mit der Skimannschaft am Gletscher rum. Und gerade diese Fotos vom alten Lift oben, das war ja für uns eine unglaubliche Anstrengung, kann man fast so sagen, in der Früh raufzufahren am Gletscher. Das war ja Anreise von anderthalb Stunden fast. Mit den Liften. Dreifacher Sessellift, einfacher Sessellift. Kalt ist gewesen. Eine Decke haben wir gekriegt, dann sind wir halt da raufgefahren. Aber voller Vorfreude, dass wir umschiffen haben können. Stunde null, die Aufbruchstimmung steht in der Tür und fragt, was heute noch geht. Fürs Aufdrehen wie zur Pubertät ist dieses Leben nie zu spät. Wir wollen Spaß und füllen jedes Glas. Auf unsere wilden Zeiten, wilde Zeiten, nichts wird bleiben, wie es einmal war. Wir tanzen im Regen, wir fliegen durchs Leben und wir atmen die Gefahr. Wilde Zeiten, ohne Limit, ohne Zwang. Wir räumen keine Stunde, denn jede Sekunde fängt ein Abenteuer an. Es ist wahr, wir waren zu lange brav. Doch der Mensch braucht nicht nur Luft und Schlaf. Aus Stunde null wird Stunde zehn. Wer will heute schon nach Hause gehen? Wir wollen Spaß und nie mehr Mittelmaß. Auf unsere wilden Zeiten. Jetzt hat es Angst. Schönes Spiel. Schönes Spiel, ja? Mit einem voll viel Glück. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Toi, toi, toi. Schau, der Ball hast du auf Wiederhören. Sehen werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr.
Schau, das ist jeden Grat aus. Schau jeden Grat aus. Ja, ja. Siehst du das? Schau nur. Ja, schau nur. Er weiß genau, wie es geht. Er weiß genau, wie es geht. Über den Bunker haut er rein. Hast du gesehen? Ein bisschen steif, gell? Steif ist ein bisschen. Ganz gut. Ja, schau. Ja, ja, Blick und zurück, ein bisschen blöd drehen, aber der passt, gell? Die zwei Mann, jetzt nicht mehr. Und mit Leo bin ich auch noch ein paar Jahre gefahren. Da ist ja gerade das Frischling daherkommen, kann man sagen, gell? Ja, richtig. Karrieren, die sie gemacht haben, einfach sensationell. Olympiasieger zu werden, das ist natürlich ein Traum für jeden Skisportler. Und die zwei haben es geschafft. Und das dazu, das Zillertaler, das ist ja natürlich eine super Sache, nicht? Und das war schon bei so die Erinnerungen, glaube ich, oder besser gesagt, die Empfänge, wenn man heimkommt, oder? Dass man nachher diese Wertschätzung, was man jahrelang trainiert hat, wo man reingebissen hat, und dass man nachher mit so einem Empfang, das ist schon was Schönes, gell? Ich war ja noch 10 oder 11 Jahre, wie der Leo gewonnen hat. Das war natürlich ein riesen Vorbild. Und das ganze Tal war unterwegs. Und das erste Mal so einen großen Sportler zu empfangen, das waren tolle Tage. Erzähl du weiter, mit der Eisenbahn sind wir reingefahren. Ja, wir haben mit der Eisenbahn reingefahren. Auf jedem Bahnhof waren natürlich viel Musik, Schützen und Mengen von Leuten. Ist doch schön, oder? Ehrlich? Und dann in meiner Heimat, da kriegst du heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wo ich da rummarschiert bin durch das Finkelberg zu meinem Elternhaus, gleich vor meinem Elternhaus, wo der Dorfplatz ist, das war unglaublich. Mit der Fanfare, oft habe ich vom Clear seinerzeit ein eigenes Lied kombiniert gekriegt, ja. Wo sie da geblasen, also was sie gespielt haben. Es war unglaublich, also wirklich sensationell. Und da waren wir Heroes, sag ich mal, nicht? Ja. Hat sich feiern lassen und das war ja auch toll. Ja. Wenn man sieht, die ganze Bevölkerung ist da, es ist ein großes Fest. Ja. Ja, jeder hat eine gute Zeit. Ja. Und ist natürlich für uns ein bleibender Eindruck, wenn man da mit der Zillertalbahn reinfährt, überall stehen bleiben muss, einen Schnaps kriegt, die Musik ist da. Das gibt einem einfach was, weil man weiß, für was dass man sich blockt und für was dass man kämpft. Und jetzt haben wir ein bisschen Golf spielen. Hätte man sich auch nicht gedacht, dass wir einmal Golf spielen, oder? Nennt man das Golf, was der lehrt hat? Das würde ich jetzt nicht gut machen. Okay. Steffen, wir gehen aufs Färbe. Geht es um die Ecke, da oben, geht es um die Ecke. Viel Glück. Ja, du, ja, so, hä? Der war nicht so schlecht. Schaut aber nicht schlecht aus, du. Ja, unsere zwei Bälle. Deine, ja. Das ist ein bisschen weiter weg, gell? Weiter weg. Aber, Mann, das hat mir echt einen Gaudi gemacht. Spaß ist gewesen, bärig ist gewesen. War cool. Ich verabschiede mich jetzt, weil ich hau euch den Ball rein, weil ich bin nachher wieder unterwegs. Nein, das war ein Ugeber. Das gibt's ja nicht. Jetzt werden wir mal schauen. Nein, das ist einer der leichtesten überhaupt. Das ist so ein Gescheitheiß. Jetzt wandert das die Augen auf. Er muss auch keinen alles. Ein Mund zu, weil der ist jetzt im Loch. Schau noch. Das gibt's nicht. Nein, ja, das ist typisch für mich. Das ist typisch. Typisch, der Gag hin gemacht. Manchmal friert,
der Kälte fühlst, dann glaub ganz, ganz fest daran, dass Liebe heilen kann. Es gibt für mich im Leben nur noch dich. Wenn alles auch vergeht, die Liebe nicht. Ich halt zu dir. Ich bin und bleibe dir für immer treu. Das, was ich für dich fühl, geht nie vorbei. Egal, was auch geschieht, ich halt. Das, was ich für dich fühl, geht nie vorbei. Egal, was auch geschieht, ich halt zu dir. Ja, hinter mir ist die sogenannte Granatkapelle, entworfen vom Star-Architekten Mario Botta. Und der hat ja nebenbei und auf der ganzen Welt viele Projekte erschaffen. Und mit der kleinen Kapelle, glaube ich, ist einem wirklich ein kleines Kunstwerk gelungen. Und warum die Kapelle diesen Namen hat, das hat natürlich einen Hintergrund. Der Zillertaler Granat ist ja ein roter Edelstein. Und den findet man da umeinander in die Berge. Und der ist ja über 150 Jahre abgebaut worden. Früher aus Feuerstein und dann aus Schmuck. Ja, wenn ich das so sehe, das erinnert mich natürlich an meine Skifahrerzeit. Rennen gewonnen, als Preis sowas Wunderbares bekommen. Steht daheim. Ja, Zillertal verbindet man natürlich mit der Musik, das ist ganz klar. Tolle Sänger, tolle Gruppen, sehr erfolgreich unterwegs, viele Jahre. Und da habe ich jetzt eine Gruppe speziell für euch. Tolle Musik, einfach unterhaltsam. Flott, wie es dazu gehört, die Zellbergbuben.
seid ihr, Jungs? Der Ustin? Ah ja, schau. Schau, der Ustin. Oh, die finden die, ja? Mama, schau, der Ustin. Ich mag auch so einen Hund holen. Was ist da halt los? Schau, da ist der Ustin. Komm, Katharina. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ja, super Steinziller, du erinnerst. Ustin. Ja, fertig. Entschuldige, dass ich dich jetzt gerade so anspreche, aber ich muss dich was fragen. Es ist wahrscheinlich eher eine Verwechslung, aber das Gesicht, die Haare sowieso, aber der Hüftschwung, ich meine... Ja, ja, ich bin der Hansi. Hä? Ja gut, das ist schön für dich, aber meine Frage ist, ist das der Ustin? Ich meine, der Ustin. Das ist der Ustin, ja. Ich meine, hallo, Wahnsinn, Ustin. In die Kamera. Ja, okay. Mega, ich meine, der Ustin. Was ist mit denen los? Der Ustin. Gib's auch nicht. Ustin. Ja, jetzt verstehe ich das ganze Theater um dich. Du bist der richtige Superstar, und komm, du mit deinem Hüftschwung, geh weiter. Wenn du Tränen bei ihr siehst, wird es zu spät sein. Wenn du Tränen bei ihr siehst, dann wird sie gehen. Wenn du Tränen siehst in ihren Augen, gib ihr einen Kuss. Und sag, du hast sie so lieb. Liebst du sie denn immer noch? Will sie es spüren? Liebst du sie denn immer noch? Will sie es hören? Liebst du sie noch sehr? Will sie nicht verlieren, nimm sie in den Arm und sag es tut dir so leid. Wenn sie alles dir verzeiht, dann ist es Liebe. Wenn sie alles dir verzeiht, liebt sie dich. Wenn sie dir verzeiht, was du getan hast, sag ganz leise zu ihr, du bist so glücklich mit ihr. Ja, die Schönheit der Zillertaler Berge lockt jedes Jahr viele Menschen von nah und fern in diese bergige Landschaft. Eins ist auch klar, das vergessen leider viele Leute, dass
die Landschaft und die Natur und natürlich die Berge stärker sind als wir Menschen. Das sollte man nie vergessen, weil es passiert leider Gottes immer wieder zu viel. Und da habe ich natürlich zwei Spezialisten bei mir, wo wir ein bisschen reden können. Stefan, die meisten Leute, die ich so mitkriege, sagen immer, ja, ich fahre mal am Berg auf mit der Gondel, mit meinen Freunden, gehe ein bisschen wandern. Und wenn es wirklich schief geht, wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich mich von der Bergrettung holen. Ja, da muss er dir recht geben. Das ist leider so. Oft ist aber die Unwissenheit der Leute ein Riesenproblem, weil sie mit den alpinen Gefahren oder mit dem alpinen Gelände einfach wenig Erfahrung haben. Wenn ich mich aber nach gewissen Regeln halte, und das sind Punkte, die schon zu Hause beginnen bei der Tourenplanung, wenn ich mich nach die richte und das richtige Equipment und die richtige Ausrüstung dabei habe, kann ich einmal schon viel minimieren, dass ich in eine blöde Situation komme, in eine gefährliche Situation und dass ich mir die Bergrettung holen muss. Die Leute, wie du richtig sagst, kommen relativ schnell in alpines Gelände, Sommer wie Winter, mit E-Bikes, mit Seilbahnen, mit Taxis teilweise schon und sind dann auch dementsprechend schlecht vorbereitet und haben natürlich von draußen, von den sogenannten alpinen Gefahren, wenn wir von Wetter, Steinschlag und so weiter reden, keine Erfahrung und keine Ahnung. Wichtig war halt, weißt, der sogenannte alpine Hausverstand. Es ist ja wirklich, soll ich sagen, Herzblut, Bergretter zu sein, oder? Unentgeltlich teilweise, oder ist es so? Also, wir Bergretter sind unentgeltlich. Ja. Wir machen das alle freiwillig. Und die Bergrettung ist eigentlich ein sehr eingespeistes Team. Wir sind wirklich so aufgestellt, dass jeder auf den anderen blind verlassen kann. Das geht's wahrscheinlich nicht, gell? Und wir gehen oft in der Nacht beim schlechten Wetter und so weiter. Mhm. Winter, Lawinengefahr, im Sommer Nebel, Regen. Wir gehen relativ weit, sage ich. Aber natürlich ist die Eigensicherheit an vorderster Stelle. Der Stefan, kannst du uns ein paar gute Tipps geben, was man für sich schon aufpassen sollte? Drei Schwerpunkte, sage ich. Das ist schon mal die Tourenplanung, wo schon daheim beginnt. Mhm. Sich vorbereiten auf Wetter und so weiter. Noch ein Riesenthema, die Ausrüstung. Mhm. Natürlich nicht zu viel, aber das Nötigste muss ich einfach dabei haben, dass ich bei schlechtem Wetter einen gewissen Schutz habe. Und auch die Leistungsfähigkeit und der Zeiteinteilung vor Ort. Man darf nicht vergessen, wir sind noch auf 1500 Meter wie in Duxarinnen. Das ist einfach eine andere Höhe. Und da muss einfach die Grundkondition oder die Kondition den Touren dementsprechend angepasst werden. Wenn ich mir noch die drei Punkte ein bisschen halte, noch sollte eigentlich nichts schief gehen und wir dürfen daheim bleiben. Genussvoller Urlaub. Genau. So soll es sein. Aber wie du gesagt hast, aber nicht einen Rucksack mit 15 Kilo, muss auch nicht sein, nicht? Bitte danke. Möglichst leicht. Ja. Der Mesner und ich, wir haben immer geschaut, dass wir ganz leichte Rucksäcke gehabt haben. Nicht? Und du brauchst nicht viel. Du brauchst nicht zwei Lieblingshemden und zwei Lieblingsunterhosen. Das brauchst du auch nicht. Ein adäquates Equipment, einfach ein gescheites Zeug, eine gute Ware. Da brauchst du mein Geld nicht sparen. Schuhwerk ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und Wissen oder Glauben, dass man da der Beste ist, das ist immer schlecht. Leidl, genießt es einfach, aber gescheit. Für den Hausverstand. Zwischen schwindelnden Höhen und dem tiefblauen See sind wir Kinder der Berge zu Haus. Fern von Kummer und Leid und den Lärm dieser Zeit sind wir glücklich wie sonst nirgendwo. Hollariri, Holdrio, Holdrio, meine Berge, mein Tal. Hollariri, Holdrio, seid gegrüßt tausendmal. Die Edelweiß blüht und die Gipfel glüht, ja, da kennen wir beide uns aus. Wo das Anglöcklein klingt und
und die Sängerin singt, sind wir Kinder der Berge zu Haus. Hollariri, Hondrio, Hondrio, meine Berge, mein Tal. Hollariri, Hondrio, seid gegrüßt. Ja, liebe Leute, unsere Reise durch das schöne Duxa und Zillertal geht heute leider zu Ende. Ich hoffe, ihr habt wirklich eine nette Zeit gehabt, eine angenehme Zeit, ein bisschen entspannende Zeit gehabt mit diesen wunderschönen Aufnahmen und der Musik. Und der Ustin und ich möchten euch einfach alles Gute wünschen. Eine gute Zeit, bleibt gesund, fürs Denken. Einmal kommt dann die Zeit und dann ist es so weit für uns Kinder. Dann erfüll uns die Bitte, nimm zum Himmel uns mit, dass wir ewig die Bergheimat sehen. Hollarini, Holdrio, Holdrio, meine Berg.